Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadowhearts Covenant. Wir gehen zum Garten der Königin. Vor 15 Jahren, als Königin Vittoria starb, gab es einen Plan, das Geheimnis des Emigre-Zaubers auszuprobieren. Aber der Vatikan riss dieses wichtige Buch an sich und der Plan konnte nicht realisiert werden. Es ist großartig, aber gruselig. Das war die geheime Villa der Königin. Der ist so süß. Nur so ein Gedanke. Sieht aus, als sei kürzlich jemand hier gewesen. Jemand außer uns hier? Ja, jemand anderes wollte die Werkzeuge, die man für den Zauber benötigt. Du meinst Geheimagent Kato? Muss wohl sein. Als ich ihn zum ersten Mal in Southampton traf, muss er hierher unterwegs gewesen sein. Okay, weiter gehe ich nicht. Ich werde im Luftschiff auf euch warten. Seid besonders vorsichtig. Tief innen drin gibt es einen Stein, den Mondkristall. Den sucht ihr. Verstanden, der Mondkristall. Ja, wir sollen jetzt da reingehen und er macht sich hier draußen bunten. Okay, komm, machen wir mal schnell hier. Unsere Gruppe besteht derzeit aus wieder unseren Vieren, die wir eigentlich nicht so oft benutzen. Ich überlege gerade, ob wir eventuell die Anastasia wieder mit reinnehmen, die Gruppe. Was hat die denn für eine Stufe? Wir warten mal, bis einer, entweder Blanka oder Joachim, 55 hat, dann nehmen wir die Anastasia wieder mit rein in die Gruppe. Was ist hier los? Oh, rechts. Wir gehen erstmal rechts. Wir gehen links. Ich will, dass wir links gehen. Wir arbeiten uns von links nach rechts. Wir machen links, geradeaus, rechts. Das ergibt irgendwie für mich gerade mehr Sinn. Was das denn? Bethlehem? Ah, ist er nicht tot? Wie viel hat der noch? Nicht so viel. Nehmen wir mal Bethlehem hier. Ah, das reicht. Okay, 373. Du machst mal den hier. Vielleicht treffen wir auch hier endlich wieder unsere wunderbare Ringseele. Unsere kleine Ringseele. Interessant aus, kommt es aus einer Säule? Das könntest du auch super Elden hinstellen. Wieder 6067, verdammt. Oh, Lucia ist 51, sehr schön. Garten der Könige. Trefffläche hoch. Hier ist auch eine Tür, gell? Okay, wir gehen jetzt immer erstmal links. Gegner sind auf jeden Fall nicht so viele da. Mal, hier gibt's. Okay, wir gehen nach oben. Bisher konnte ich mich noch erinnern, was war.
Hä, was ist hier los? Hä, ist das ein Fehler? Oder ist das ein Rätsel? Das ist ein Rätsel, weil da hinten sieht man ja schon den Dings. Okay, also wir müssen den richtigen Weg finden praktisch. Dann gehen wir hier erstmal nach unten. Ich habe immerhin 5-mal gebraucht, bis ich es verstanden habe. Mist. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe, das nächste Mal Bescheid. So. Verdammt, die Tür geht nicht auf. Hier ist eine Öffnung. Wahrscheinlich müssen wir hier etwas reinstecken. Okay. Dann, bevor wir hier rechts gehen, wir gehen mal den Plan entlang, den ich mir im Kopf zusammengebastelt habe. Also können nicht nach oben und auch nicht nach unten. Aber wir können hier drin, im nächsten Raum, können wir jetzt nach rechts gehen. Genau, wir kommen von unten. Da gibt es nicht, da gehen wir jetzt nach rechts. Und dann gehen wir hier nach oben. Oh. Oh, hier ist ein Zimmer. Auch von hinten, was? Sie haben Bauer. Bauer? Sammeln wir jetzt hier Schachfiguren? Bauer. Ja, Schachfigur aus Weißbirkenholz. Zieht nur ein Feld vor, kann am anderen Ende gegen eine stärkere Figur eingetauscht werden. Am Ende sehr wertvoll. Also wenn wir hier irgendwann Schach spielen müssen, da bin ich raus. Also da muss ich abbrechen, weil Schach kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Da hängt eine Flagge von der Decke, sie ist blau. Ein Bild von einem Mann hier an der Seite. Lotterie los. Warum erklärt er das so? Es ist ein Regal. Seine Glastür lehnt auf dem Boden. Warum? Warum erklärst du das so? Da steht ein Sofa an der Wand. Es weist auf den Eingang. Warum? Müssen wir das alles... Da steht eine Vase auf dem Stand. Müssen wir das alles merken? Hier ist ein Bett. Wieso sagst du nicht, hier steht ein Bett mit dem Raum? Warum? Müssen wir das uns merken? Da steht ein Stuhl am Tisch. Er weist auf das Regal. Müssen wir jetzt Möbel rücken? Der Stuhl. Stuhl. Er weist auf das Regal. Es ist ein Regal, seine Glastür lehnt auf dem Boden. Hier an der Seite.
Banner ist blau. Da steht dann sogar an der Wand, ist weiß auf den Eingang. Was? Ich bin mir noch nicht sicher, was hier los ist. Ehrlich gesagt. Also ich habe das noch so, bin gerade im Kopf das Zimmer durchgegangen, aber ich weiß nicht warum. Schade. Vielleicht mit dem Bauer in dieses Schloss rein? Wir haben einen Bauer. Also da passt schon mal der Bauer nicht rein. Und hier oben war zu, oder? Was war denn hier oben? Ach so, das. Gut, das war jetzt unsere einzige Möglichkeit tatsächlich. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht zu stark für die Gegner, weil wir machen sie nicht beim ersten Angriff direkt tot oder wir kriegen sie nicht so tot in einem Rutsch, in einer Runde. Kritisch. Nein. Warum immer die Lucia? Ich nehme die immer denselben, den sie angreifen. Gut, wir müssen sie jetzt mal heilen. Wenn wir jetzt natürlich rechts rauskommen da, das wäre nicht so schön. Mist, die Tür geht nicht auf. Mit dem Bauern lässt sich die Tür bestimmt... Ah! Hey, ich glaube, sie ist offen. Sie geht nicht auf. Warte, da steht was auf der geschrieben mit der Klappe.
Behebe den Unterschied zwischen den beiden Zimmern. Was bedeutet das? Dieser Raum ist eine genaue Reflektion des anderen. Es muss einen Trick dazu geben. Ja, ich will umbauen. Warte mal. Hier ist der... Warte mal. War diese Glasfront so, wie sie ist? Eine genaue Reflexion. Eine Reflexion. Das war nur andersrum. Damit habe ich immer so ein paar Probleme. Das ist praktisch jetzt gespiegelt, oder? Die Glastür war auf jeden Fall nicht so, also die stand nicht so rum. Die waren nicht auch nicht so. Ja, aber die Glastür war richtig. Nein, die Glastür war richtig. Ist diese Flagge nicht irgendwie anders? Das hier war anders. Bringen Sie in Ordnung. Was? Nein, die muss nicht da stehen. So. So. Kann ich sie aufmachen? Irgendwas müssen wir noch ändern können. Hier ist noch eine. Siegel der Kraft. Nee, der stand Richtung Eingang. Nee, 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 nee. Das hat schon so gestimmt. Das war auf den Eingang gerichtet. Was ist denn mit der Flagge? Die ist doch blau. Nee, die war blau. Das stimmt schon. Blau. Aber der Teller stand halt. Das ist falsch. Thank you.
Wir müssen herausfinden, was anders ist, das ändern und schon sind sie gleich. Also die Uhr, die stand hier. Und das hier stand hier. Und das stand neben der Uhr. Das stand hier drüben. Aber der Kamin stand da drüben. Das ist aber das eigentlich ist es falsch jetzt. Lass uns herausfinden, was das ist. Wir müssen herausfinden, was anders ist. Das ändern und schon sind sie gleich. Das stimmt. Aber die sind doch jetzt gleich. Das muss man auf jeden Fall umdrehen. Lass sie, wie sie ist. Aber eigentlich ist es doch alles so. Stuhl war eigentlich nicht auf das. Behebe den Unterschied. Ah! Okay, da muss der Stuhl doch in die Richtung zeigen. Hat er auch in dem anderen Zimmer die Richtung von dem Schrank gezeigt? Hey, sie ist offen. Scheint, als hätten wir recht gehabt. Dame! So, hier geht's ja sonst nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Vielleicht können wir die Dame da hinten reinstecken. Wir fangen mit Blanka an. Ah, das ist nicht so gut. Wir brauchen jemand mit runden Angriff. Ich glaube, wir werden jetzt mal. Oh, Erfahrung! Wir werden jetzt Dings tauschen. Joachim? So. Ah, Mist. Gut, die Dame. Ah, Königin-Figur hinein. Stimmt, es klingt, als wäre sie ist offen. Aha, neues Zimmer.
aber hier kann man nichts tun. Ein Schachbrett, wie? Da steht etwas drauf. Der Springer rettet den weißen König. Was soll das heißen? Springer rettet den weißen König. Was ist denn los mit der gewesen, mit der Königin? Springer rettet den weißen König. Ich mache mir da gerade mal ein Foto davon. Ich weiß ja nicht, ob wir das brauchen. Weißen. So, entschuldigt. Gut, das brauchen wir auch irgendwann, weil was anderes können wir hier leider nicht anquatschen. Hä, was ist mit dem Sofa los? Ah, das ist wieder so ein Raum. Okay, dann beenden wir hier mal ganz schnell diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und jetzt geht's voran. Bis dann, tschüss.